Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Stefanie und heute mal wieder mit einem Zooplus-Haul, denn ich brauchte Nassfutter für Kira und ich möchte das Paket gerne wieder mit euch auspacken und würde sagen, bis gleich. So, wie ihr seht, ich habe schon mal Kira ein Nassfutter aus dem Paket geholt, weil das sonst immer so lange dauert. Das ist das Max Nassfutter, was ich für Kira immer bestelle. Die 800 Gramm Dosen, es sind 30 Dosen und ja, da kommen wir einen ganzen Monat hin oder besser gesagt fast einen ganzen Monat und ja, die bestelle ich ja immer bei Zooplus und die packe ich jetzt nicht extra nochmal aus, denn in den anderen Zooplus Hauls habe ich euch ja gezeigt, wie die Zusammensetzung ist, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn es euch interessiert und ja, machen wir mal weiter. Dann habe ich für Kira diesmal von Alpha Spirit die Knochen bestellt. Und zwar sind das die Schinkenknochen. Hier seht ihr sie. So, und zwar ist es in einem Sparpaket gewesen und das war dreimal. So, also dreimal solche halben Schinkenknochen. Ist etwas zur Beschäftigung für Kira. Ich kaufe sonst für Kira immer Markknochen aus dem Laden, aber da ist eigentlich nicht viel Fleisch dran und da kann Kira immer nur die Innereien etwas rauslecken, sage ich jetzt mal, was noch da dran ist nach dem Kochen. Und hier an den Knochen hat sie halt diesmal etwas mehr. So, dann, was mich etwas ärgert, sehe ich gerade hier, wenn ihr das seht, von Luna Cosma Snackies. Also ist auch hier schon kaputt. Das sind die Rind diesmal. Und ja, ist halt, die Dosen werden bestimmt wieder auf die Snackies gefallen sein. Und damit ist das kaputt gegangen. Da wird Zooplus jetzt nichts dafür können, weil die Postfrau brachte mir das Paket schon etwas, ja, nicht gerade, wie soll ich das jetzt sagen? Also sie braucht das Paket sehr robust, also sie stellt es auf den Kopf und so weiter. Und da war mir schon klar, dass bestimmt nicht alles ganz ankommen wird. So, also wie gesagt, die Cosma Snackies für Luna in der Geschmacksrichtung Rind. Hier sind 23 Gramm drin. So, und ich kann euch auch gerne mal die Zusammensetzung zeigen, wenn es euch interessiert. Also 100% Rind. So. Ebenfalls nochmal für Luna die Cosma Snackies in XXL. Also das sind größere Stückchen mit der Geschmacksrichtung Chicken. 100%, wartet, hier, 100% Hühnchen. Und sind ja die Lieblingsleckereien von Luna. Ist auch schon etwas auf hier. Hier könnt ihr mal reinschauen, wie es aussieht. So. Und Luna, wenn ihr sie schnurren hören könntet. Na komm, hier, guck mal. Oh. Ja, das sind die Lieblingsleckerlis von Luna. Außerdem habe ich für Luna diesmal die Tigeria bestellt. Das sind die Stiklettis und zwar mit 100% Thunfisch, 100% Ente und 100% Hühnchen. Frisst Luna sehr, sehr gern. Hatte ich auch schon öfters mal bestellt. Die Zusammensetzung kann ich euch vielleicht auch mal zeigen. Hier seht ihr, 100% Thunfisch. Ich mache jetzt mal, machen wir das Hühnchen auf, um euch mal zu zeigen, wie die aussehen. Das Schöne ist, die haben hier so einen Zipper und die gehen wieder zu. Und zwar so. Also, so sehen die aus. So, das sind solche kleinen Stückchen hier, solche kleinen Stangen, sage ich jetzt mal, hauchdünn und riecht wirklich sehr stark nach Hühnchen. Luna, pst, guck mal hier, guck mal. Und wie ihr seht, Luna fährt total auf das Zeug ab, also Luna frisst sie sehr, sehr gern. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich sie mal wieder, hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Und ja, so. Dann habe ich nochmal für Kira
von Hansepet Cookies die Seasoned Bone bestellt. Und zwar ist das 100% Rinderrohhaut gefüllt mit reinem Rinderpanzer und Trockenfisch. Das sind zwei Stück, sind sehr groß, finde ich sehr toll. Also, ihr könnt das sehen. Die sind halt gefüllt mit Pansen und Fisch. Hatte ich für Kira bis jetzt noch nie. Dachte ich, bestelle ich einfach mal. Sind zwei Stück, circa 16 cm. Dürfte hinkommen. Und ja, ebenfalls zur Beschäftigung für Kira. Mal ein paar Knochen. Da Kira, wie gesagt, nicht ganz so oft Knochen bekommt und wenn, dann mal aus dem Laden. Aber ja, da hat sie nicht so lange zu tun. So, und dann, auf was ich mich schon sehr gefreut habe, ich habe für Kira den Kong Classic bestellt, inklusive den Kong Easy Dry. Das sind Leberwurstfüllung, nennt man das. Also ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus, da ich bei vielen schon gehört habe, dass man den Kong füllen kann. Und dann in den Kühlschrank legen kann oder ins Gefrierfach. Und dann hat der Hund zu warmen Sommertagen eine schöne Beschäftigung. Es kühlt etwas. Und ja, dachte ich, wollte ich unbedingt mal austesten. Der Kong ist in der Größe large, also groß. Und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Hier seht ihr es. Also so füllt man den. Und Kira, die wird gerade etwas ungehalten hier, weil Luna ihr zu nah an die Knochen kommt. Ja, also wollte ich wie gesagt schon immer mal austesten und es gab es leider im Sparpaket halt mit der Leberwurst, sage ich jetzt mal. Und hier steht ja auch füllen und dadurch die Spielzeit verlängern für Hunde. Kira, sitz. So, und ich schau mal, ob ich hier irgendwo das Deutsche finde, hier unten. Sehr klein, glaube ich bald nicht, dass es verwenden als Leckerli. Geben Sie eine kleine Menge Easy Treat in das Innere der Kong-Spielzeug. Halten Sie die Düse für ein, zwei Sekunden gedrückt. Zusammensetzung besteht aus Milch und Molkereierzeugnissen, Öle und Fette, Zucker, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 2% Hühnerleber. Also ist jetzt nicht gerade gesund, sage ich jetzt mal. Also ich würde es Kira nicht immer geben, da ich bei Kira schon sehr darauf achte, was ich ihr fütter. Aber mal für diese warmen Sommertage, denke ich, ist es mal okay. Und ja, da freue ich mich auf alle Fälle drauf, das auszutesten. Und ja, das war's schon mit der Bestellung. Das war alles. So groß war es diesmal nicht. Und heute gibt es nichts mehr zu fressen für die Süßen. Denn Kira hat gerade gefressen. Und Luna auch. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.